Hallo Leute und herzlich willkommen zum mittlerweile 66. Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundung im Himmel. Im letzten Part, da mussten wir uns von unserem kleinen Manaphy trennen und wollen jetzt auch direkt weiter in der Hauptstory weitermachen, denn wir müssten jetzt auch schon die nächste Mission freigeschaltet haben, denn soweit ich gelesen habe, mussten wir nur ein paar extra Missionen machen und die haben wir am Ende des letzten Parts gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt zu Plaudergei. Da ist er auch schon. Ich sehe es. Ah, ihr zwei. Wo ist mein Kaffee? Ich erwarte von euch, dass ihr hart arbeitet und Geld für die Gilde verdient. Doch nicht? Okay. Ich dachte, wir wären schon so weit. Schroffküste. Ja komm, das machen wir. Mit Burma-Dame in die Schroffküste. Burma-Dame. Also wenn ich eine Burma-Dame hätte, würde ich das Michael Rosen nennen. Wobei, zu Roselia würde Michael Rosen eher passen. So, Schroffküste, das machen wir dann mal direkt. So, Burma-Dame. So schwer kann dieser Dungeon ja nicht sein. Wir schaffen das schon. Du bist benenn dich Captain Falcon. So. Angelehnt aus Captain Falcon aus F-Zero. That ain't Falco, so. Wer von euch kennt eigentlich das Wombo-Combo-Video? Da wurden ja ganz viele YouTube-Poops draus gemacht. Oder diese ganzen MLG-Videos. Auch ganz unterhaltsam mit dem MLG-Intro. Wo die Dame dann ganz enthusiastisch singt: My hope will never die. Irgendwie so. Passt schon. Irgendwie ist der Aufbau von den Dungeons nicht so, wie ich es erwartet hätte. Und wo zur Hölle ist jetzt Burma-Dame? Die müsste eigentlich hinter uns stehen. Egal, da ist sie. So. Oh, könnte das... Ist das die Goldkammer? Okay, ja endlich. Es ist die Goldkammer. Yippie! Verdammt, ich würde da gerne rein. Ich habe leider nicht bedacht, dass wir auf Wasser laufen müssten. Verdammt. Taktik-Meeting. Ich habe eine Idee. Wir sagen Captain Falcon mal, er soll hier warten. Die kommen mal mit hier. Jetzt sagen wir Captain Falcon, er soll mitkommen. Vielleicht kann er dann für uns die Items sammeln. Na? So. Jetzt Captain Falcon.
warte es jetzt wieder. Na gut, dass wir Captain Falcon ins Team aufgenommen haben. Und jetzt, wir sind ein Team. Sehr schön. Und jetzt? Okay. Vielen Dank. So, Bulma Dame verlässt den Dungeon. Das ging ja gerade noch so gut, ohne dass wir das neu starten mussten. Ach. Danke, dass ich bei diesem Abenteuer dabei sein durfte. Bitte akzeptiert diese 3000 Poke. Ja, wir erhalten nur 300, wie immer. Die Goldkammer, die kann ich vorher auch noch gar nicht. Wir haben heute den ganzen Tag lang Einsatz gezeigt. Ich bin erschöpft. Wir sollten jetzt etwas schlafen. Wir sollten für einen weiteren tollen Tag morgen ausgeruht sein. Der nächste Morgen. Guten Morgen, Ines. Sis. Auf einen weiteren tollen Tag. Nur damit ihr Bescheid wisst, Captain Falcon, der gerade weiblich zu sein scheint, verdammt, wird nicht im Team bleiben. Kommt jetzt direkt wieder raus. Ich wollte aber einen Seemops haben. So. Captain Falcon, du bleibst auf Abruf hier. Nee. Danke, Palim Palim. Alles schön und gut. So, jetzt aber, oder? Alles leer, gut. Das scheint das Event gewesen zu sein. Echt? Warum ist hier nichts los? Ah, okay. Was passiert hier? Warum versammeln sich alle hier? Oh, weia, es ist unglaublich. Die haben's drauf, Donnerwetter! Wow, kann ich Autogramme von euch haben? Bitte! Hey, Plauderguy, wer sind diese Pokémon? Da seid ihr aber wieder mal mächtig ins Fettnäpfchen getreten. Dieses zwingende Trio ist Team Charm, die super berühmten Schatzträger. Sie haben den Meisterrang erlangt, der nur Teams mit außergewöhnlichen Verdiensten verliehen wird. Als Experten der Schatzsuche haben sie unzählige Schätze entdeckt. Außerdem finden sie nicht nur einfach Schätze, oh nein! Stark, clever, schön. Es ist der Stil, mit dem sie ihre Schätze finden, der sie zu Berühmtheiten macht. In der Mitte steht Schlappohr. Sie ist das reizende Pokémon mit den langen Ohren. Neben ihr steht in ihrer stillen Eleganz Gardevoir. Ah, sie ist wunderschön. Und dann ist da noch Meditalis. Sie schwebt und bewegt sich wie eine Tänzerin. Unwiderstehlich cool. Eines muss man sich jedoch fragen. Warum kommen die Schönheiten von Team Charm hierher zu Besuch? Hallo ihr! Oh, Knuddeluff-Liebling. Es ist so lange her, Süßer. Oh, Knuddeluff, du hast dich kein Stückchen verändert. Oh, du ein Guildmeister, das stellt sich mal einer vor. Unglaublich! Es ist lange her, Knuddeluff. Jep, lange nicht gesehen. Ist es euch gut ergangen? Lange nicht? Du meinst... Guildmeister, kennst du Team Charm etwa schon? Oh, Knuddle war ein echter Draufgänger damals. wie bist du denn heutzutage so? Damals war Knuddle eine echte Marke. Niemand konnte ihn besiegen. Also er war wirklich cool. Hahaha! Guildmeister, kennst du die Hübschen von Team Charm etwa? Nun, sie sind meine Freunde. Gute alte Freunde. Das stimmt. Wir waren Partner von Knuddeluff bei Erkundungen. Was? Der Guildmeister und Team Charm? Was führt euch denn hierher? Du bist ein cleveres Kerlchen. Wir kommen in einer wichtigen Angelegenheit. Erinnerst du dich, als wir vor langer Zeit auf einer Erkundung waren und einen seltsamen Schlüssel gefunden haben? Zu der Zeit wussten wir nicht, wozu dieser Schlüssel passt, aber wir haben es nun endlich herausgefunden. Wir entdeckten einen Ort namens Aegishöhle. Der Schlüssel passt perfekt in das Schlüsselloch an ihrem Eingang. Das ist noch nicht alles. Es heißt, die Höhle beherbergt einen reichhaltigen Vorrat an Schätzen.
einen reichhaltigen Vorrat an. Schatzen? Du, Knuddeluff, Liebling. Diesen Schlüssel, den wir gefunden haben, den hast du doch noch, oder nicht? Schlüssel? Was für ein Schlüssel denn? Ich kann mich nicht erinnern. Hey, wir haben eine Menge durchgemacht, um dann diesen Schlüssel zu gelangen. Heißt, du hast ihn verloren? Das ist wieder einmal typisch, Knuddeluff. Manche Dinge ändern sich eben nie. Schlapper, Zeit für unser Geschenk. Schon verstanden, Gardevoir. Bitteschön, Knuddeluff. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Den magst du doch am liebsten, einen perfekten Apfel. Wow, ein perfekter Apfel. Der ist für mich? Juhu, danke sehr. Einmal zäh und pappig. Ach so, wegen des Schlüssels. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Dieser Schlüssel in Form eines Inkognito. Ich sehe mal nach ihm. Luffy! What the fuck, Knuddeluff? Was hast du getan? Bitte sehr! Ah, genau, Liebling. Das ist der Schlüssel. Öffnet den Weg zur Eggeshöhle. Dankeschön, Knuddeluff. Sag mal, warum kommst du nicht mit? Es wäre wie in alten Zeiten. Juhu, ein perfekter Apfel. Dankeschön. Du hast dich wirklich nicht verändert. Wir gehen jetzt, Süßer. Bis dann, Knuddeluff. Irgendwie kommt es mir so vor, als würden sie Knuddeluff ausnutzen. Aber wie es scheint, haben sie ja den Schlüssel damals gemeinsam gefunden. Also haben sie auch ein Anrecht drauf, irgendwie. Verzeihung bitte. Ja. Dürfen wir mit euch auf Erkundung gehen? Ich auch. Und ich. Oh, ja, ich möchte auch mit. Und du, Enes? Du möchtest auch den neuen Dungeon erkunden, oder? Nö. Was? Warum? Es ist ein neuer Dungeon, den wir fantastische Schätze finden könnten. Sei nicht so negativ. Lass uns mit ihnen auf Erkundung gehen. Nö. Was? Warum? Es ist ein neuer Dungeon, mit dem wir fantastische Schätze finden könnten. Sei nicht so negativ. Lass uns mit ihnen auf Erkundung gehen. Nö. Was? Warum? Es ist ein... Okay, ich höre ja schon auf. Ja, okay, Chris, ist gut. Ja, das ist die richtige Antwort. Dürfen wir euch bitte anschließen? Bitte lasst uns mit euch auf Erkundung gehen. Bitte! Jeder ist so engagiert. Ihr seid alle so liebenswert. Natürlich dürft ihr. Juhu, ja, danke schön. Okay, ihr Süßen. Wir gehen vor euch und öffnen die Tür. Ihr könnt danach uns hineingehen. Die Höhle liegt südöstlich von hier. Ja, die Aegis-Höhle. Klasse, Enes. Machen wir uns schnell fertig, damit wir an der Erkundung teilnehmen können. Meiner Meinung nach einer der schlimmsten Dungeons ever. Er ist nicht sonderlich schwer. Ich kann euch ja schon mal sagen, dass wir dort viele Inkognitos sehen werden. Ja, und da gilt es, bestimmte Inkognitos lassen nämlich Steine fallen. Und wir müssen aus diesen Steinen bestimmte Wörter kreieren. Das wird lustig, wir fangen schon mal an. Die Aegis-Höhle, da ist sie. Ah, und da sind wir. Das hier ist die Aegis-Höhle. Hinter diesem Punkt liegt ein unbekanntes Territorium. Niemand hat es je betreten. Stellt euch vor, was für Geheimnisse uns da erwarten. Ist das nicht aufregend, ihr Lieben? Hey, das Ding sieht irgendwie richtig aus. Ja, hier sind so merkwürdig geformte Rillen eingemeißelt. Menschenskin. Es muss einen Trick hierbei geben, da bin ich sicher, es muss so sein. Ich löse dieses Geheimnis jetzt, passt nur auf. Oh ja, wir haben schon alle anderen gefragt, aber wie heißt euer Team nochmal? Ah, ihr seid Team Nintendo. Das ist ein echt guter Name. Wir sollten uns auf den Weg machen, denke ich. Sehen wir mal, wer den großen Schatz oder die Schätze hier herausholen kann. Natürlich wären wir sehr enttäuscht von uns selbst, wenn wir nicht die Ersten wären. Aber wir wünschen uns gegenseitig Glück. Okay, ihr Süßen, wir sind weg. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ja, ich werde den Schatz zuerst finden. Ja, wir müssen eine Schippe drauflegen, Menschenskin. Hey! So Leute, dieser Stein hier ist wichtig. Innes prüft den Steinwegweiser. Es sind seltsam geformte Rillen drauf. In diesen Formen. Wer genau hinguckt, das ist ein Inkognito I, ein Inkognito C und ein Inkognito E. Versuchst du durchlässt, schließe deine Augen und reiche deine Berechtigung ein. So.
Nee, noch nicht. Wir müssen jetzt hier in diese Höhle rein. Ich glaube, die hat nur 3 Ebenen. Ist jetzt nicht viel. Eisegis-Höhle. Hier laufen... Wo ist denn jetzt die Musik hin? Egal. Die Musik ist gerade weg, warum auch immer. Hier bei der Anwärtersuche, da sehen wir, welche Inkognitos sich auf dieser Ebene befinden. I und C sind schon mal hier, das ist sehr gut. Aber wir haben auch viele andere. Es ist leider so, dass nicht zwangsweise jedes Inkognito ein Steinchen fallen lässt. Also wir müssen ein bisschen rumprobieren. Das ist ein Inkognito H. Nee, hat auch nichts fallen lassen, habt ihr ja gerade gesehen. So, wir brauchen jetzt einen Stein in Form eines I, in Form eines C und in Form eines E. Wir sind in der Eisegis-Höhle. Hier ist ein Inkognito I, das könnte schon mal eins haben. Schauen wir mal. Nee, hat's nicht. Ein bisschen unglücklich. Wir müssen leider... leider hoffen, dass irgendwann eins eins droppt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? So. Ah, das ist ein Inkognito C, oder? Hat aber auch nichts. Okay. Und das Problem ist, wir dürfen uns nicht zu lange auf einer Ebene aufhalten. Ich werde auch schon die Inkognito-Steine sammeln, die wir in den nächsten Ebenen brauchen. Ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass wir auf jeden Fall mehr Buchstaben sammeln müssen als die 3 hier. Auf dieser Ebene, nee. Ich schalte dir mal deine Combo aus, Chris. Das ist gerade ein bisschen nervig. Ich kann mich nicht so frei bewegen, wie ich es gerne hätte. Donnerblitz und Ladungsstoß, Ruckzuck. So, hier haben wir Inkognito C und alle anderen sind erstmal für uns unwichtig. So. Da ist das Inkognito C. Gib uns einen Stein. Sehr schön. Inkognito C. Das haben wir schon mal. Also jetzt fehlen uns noch 2. Nämlich für I und für das E. So. Hier auf dieser Ebene. Da. I. Inkognito I ist hier. Aber Inkognito E nicht. Da ist das Inkognito I. Hat leider keinen Stein für uns. Warum ist die Musik? Das ist gerade ein bisschen sehr blöd. In Inkognito R-Stein. Ja, das können wir auch gebrauchen. Kann ich euch schon mal sagen. Noch ein C ist auch nicht schlecht. Das können wir auch noch gebrauchen. Du hast leider keins. Inkognito, du möchtest ins Team aufgenommen werden. Nee, leider nicht. Heute nicht. So. Bei diesem Durchlauf haben wir jetzt nichts gefunden, aber wir gehen jetzt nochmal rein natürlich. Oh, Team Nintendo. Ihr seid auch hier hinten gelandet, wie wir. Man muss ein Rätsel lösen, um weiterzukommen, wie es scheint. Das ist ärgerlich. Ich nehme mal an, dieser Steinwegweiser enthält den Schlüssel zur Lösung. In der Oberfläche des Steinwegweisers sind tiefe Rillen eingeritzt, die informieren... Ja, die erzählen uns genau das gleiche, was ich euch gerade schon erklärt habe, also die versuchen auf dieses Rätsel zu kommen. Die Sache ist, jetzt landen wir wieder in der Eisegis-Hülle und zwar so lange, bis wir die 3 Buchstaben zusammen haben. Einen haben wir schon mal. So, nochmal. Anwärtersuche. E und I. Beide sind hier, das ist sehr gut. Wir werden auf jeden Fall... Noch ein C. Nützlich. Aber leider nicht. Ist blöd, dass wir jetzt die ganze Zeit Inkognito Cs hier sehen. C-Steine können wir sehr gut gebrauchen. Da ist ein Inkognito E. Du hast einen Stein, den ich gerne hätte. Sehr schön. Und nein, du kommst nicht ins Team. Den E-Stein nehmen wir auch mal mit. Was legen wir denn ab dafür? Piercet-Beere, so. Ich würde gerne noch den E-Stein finden. Hast du denn einen? Golbat. Was bist du? Ein Inkognito F oder so? Leider auch nicht. Noch ein C. Noch ein I. Da. Bitte. Leider nicht. Warten wir noch ein bisschen. Noch ein E.
E. Den nehmen wir aber auch mal mit, weil die E's, die brauchen wir später auch noch. Gummis. Verdammt, ich habe die gar nicht verarbeitet, wie ich wollte. Wechselorb. Bitte sag mir, dass du einen E-Stein hast. Nein. Leider nicht, okay. Und noch ein E. Und das können wir auch gebrauchen. Und insgesamt 3 E's. Sehr gut, die E's haben wir dann schon mal alle zusammen. Das erleichtert uns die nächsten Dungeons. Annulierer, kann weg. So. Noch ein E. Nee, das wird jetzt zu viel. So viel brauchen wir dann doch nicht. Wir brauchen ein I. Wie kommt die Dozent mit dem E-Stein? Nee. Leute, ich gebe mal eine Initiative, bevor gleich was passiert. Ja, wir warten noch ein, oder sollen wir noch ein I abwarten? Ballbart. Kognito C. Wie gesagt, ich mag diesen Dungeon nicht, weil ich diese Submission sehr nervig finde nach einer Zeit. Kognito Fragezeichen. Auch nicht das, was wir wollen. Das Blöde ist, auch wenn die Inkognitos halt die richtigen sind, wir haben keine Garantie, dass sie so einen blöden Stein tragen. Da ist die Bitte? Sehr schön. Gut. Leute, das machen wir dann noch in diesem Part. Tausch, so. Eisegeshöhle, okay. Wir können die Eisegeshöhle schon mal abschließen. Wir gehen hier sofort raus. Solange werden wir hier nicht mehr drin sein. Die brauchen wir nicht. Nein, Inkognito. Ah, die haben wir jetzt schon, brauchen wir nicht mehr. Das O können wir aber gebrauchen. Schade, keine O-Steine. Da ist noch ein I-Stein. Ja, blöde Falle hier. Wir sind ja gleich sowieso fertig hiermit. Noch ein I. Brauchen wir aber auch nicht. Nein. So. Ja, schwindelig vom Hunger. Sehr schön. Wir sind gleich sowieso da. Von daher, ich möchte jetzt keinen Apfel verwenden. Können wir später nämlich besser gebrauchen. Einige Lebensmittel wurden genießbar. Sehr schön. Interessiert mich nicht. So. I, C und E. Das steht für Eis. Und wir waren ja auch in der Eisegeshöhle. Wir haben alle drei Buchstaben beisammen. Enes folgt den Anweisungen. Oh, die Inkognitosteine I, C und E aus dem Schatzbeutel reagieren. Die aktivierten Inkognitosteine werden vom Steinwegweiser absorbiert. So. Eine versteckte Treppe. Machen wir das noch? Ja, komm, wir machen das noch. Wird zwar ein bisschen länger, der Part. Regice Kammer. Genau, hier kann man die drei Golems bekämpfen. Regice, Regirock und Registeel. Als nächstes müssen wir die Buchstaben R, O, C und K für Rock und danach S, T, E, E und L für Steel sammeln. Deswegen habe ich die beiden E's schon eingesammelt. Das R auch. Das können wir nämlich sehr gut gebrauchen. Das erspart uns halt ein bisschen die Suche für später. Regice. Ich finde, die Golems haben eine sehr coole Musik hier. So, ich gebe dir mal einen Chaos-Arm. Chris, du darfst gerne deinen Kombi benutzen. Das sollte sowieso kein Problem sein, wir als Feuer-Pokémon. Wir sind ziemlich... auf einem ziemlich hohen Level. Locker. Das war's schon. Gut. Regice besiegt. Ein mysteriöses Licht umhüllt Innes. Der Torwächter gewährt seine Erlaubnis. So, das Tor wurde für uns geöffnet. Wir können jetzt weiter voranschreiten.
Ja, und jetzt sind wir in der Gesteins-Eggeshöhle oder Stein-Eggeshöhle, wie auch immer. Das war gute Arbeit. Ihr habt diesen Kampf mit großer Souveränität gemeistert. Ihr lasst uns schlecht dastehen, wenn wir das Tempo nicht anziehen. Hehe, das ist ungewöhnlich aufregend für mich geworden. Aber beim Lösen des nächsten Rätsels schlagen wir euch. Sind schon weg. Ja, Leute, wie gesagt, jetzt hier die Buchstaben R, O, C und K. Genau, Rock für Reggie Rock. Nee. So, wir haben die Buchstaben ja noch nicht zusammen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part für heute. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsthemenhimmel mit Reggie Rock und Reggie Steel hoffentlich. Bis dahin, ciao!